Das siehst du noch, weil ich dachte erstmal, hier wurde geschweißt. Das sieht aber nicht geschweißt aus. Also jetzt denke ich, okay. Sehen hier? Bis hier habe ich was gesehen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Nein, darfst du nicht sehen. Okay. Aber das darfst du hören. Jetzt. Geht's dir gut? Ja, danke. Du kriegst heute wieder eine Massage. Oh. Selma kommt gleich. Oh. Hoschke sitzt bei Kfz-Putzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den wunderschönen 540i. E39 BMW. BMW habe ich nicht gesagt, ne? Ein Gutachter war ja hier. Er hat ja gesehen, oder hat gemessen, besser gesagt, dass hier ein Unfall ist. Hier wurde gelackiert. Ob das jetzt ein großer Schaden war, ein kleiner Schaden war, wissen wir nicht. Was wir aber gesehen haben, dass hier ein Querlenker erneuert wurde. Und jetzt einmal auf die Bühne, einmal vermessen und schauen, ob die Hinterachse verstellt ist. Auf dieser Seite. Vorne wird er auf jeden Fall verstellt sein, weil unser Lenkrad ist erstens schief und zweitens ist ein Gelenk kaputt. Kann ich euch auch gleich zeigen. Dann sagt einer natürlich, Yunus, wann fängst du jetzt an, Umbauten zu machen? Ey, glaub mir, ich habe so viele Sachen. Alter, ich komm, ganz kurz. Gerade hast du was gesehen? Ja, ganz kurz im Augenwinkel. Ja, das habe ich ja schon gemacht, aber das sieht ihr später. Einmal ganz kurz zum Schwenken und wieder zurück. Das ist gezeigt, ganz kurz. Das ist auch wichtig. Das war ja schwer auf dem Jammer. Also, kann sein, dass man es nicht sieht. Wie hast du das gemacht? So. Schick dich noch zur Massage. Keine Angst, bleib locker. Keine Kraft mehr. Geht? Alles gut. Die Sachen werden noch eingebaut. Da sind wir bei KDS. KDS ist zuständig für alles. Aber das will ich heute gar nicht dramatisieren. Weil sonst wissen wir schon zu viel. Elektrikprobleme, Airbag, das wissen wir ja alles. Das wird aber gemacht. Ich habe ein Airbag bestellt, ich habe das bestellt, ich habe dies bestellt. Die kommen sehr spät. Und wir wollen natürlich gucken, dass wir die Videos machen, sich nicht überschneidet, weil wir haben schon sehr viele Videos gedreht. Die warten nur drauf. Kommt jetzt extra ein Video die Tage, wo ich noch einmal den Wagen präsentiere, wo ich einmal damit fahre und eigentlich euch sage, was ich damit vorhabe. Das habe ich ja noch nicht gemacht. Der bleibt aber nicht so. Das war gut gerade. Was? Hallo? Ja. Was ist da? Oh, oh, die Niere nichts. Wollte. Du willst das erklären? Ich kann da Erklärfunktion machen. Willkommen in der Tutorial. Ich zeige euch, wie man heute eine Achsvermessung macht. Sieht man mich? Ja, klar. Sicher? Ja, perfekt. Echt? Ja. Okay. Ich fahre jetzt den Wagen einmal auf die Bühne. Ganz wichtig ist, wenn ihr eine Achsvermessung macht, guckt bitte, dass Reifendruck sollte kontrolliert sein vorher. Vorher? Ganz wichtig, ja. Okay. Habe ich ja schon gemacht in dem Fall. Mhm. Ist ja klar. Sonst würde ich es nicht machen. Klar. Bist du sicher, dass man mich sieht? Na klar, ist optimal. Zwei? Ja, ja, klar. Sieht man mich. Soll ich noch meine Hand hinhalten? Nein. Okay. Okay, fahren auf die Bühne und dann muss ich solche Sachen dran machen. Diese Sachen? Okay. Ja. Dann gucken wir mal erstmal, wie viel Zoll die Felgen sind. Dann schau mal. Ja, mach ich. Was ist? Wolltest du nicht drauf fahren? Die Leute sagen, die zeigen keine Emotionen. Wir machen jetzt eine Achsvermessung. Weiter! Stopp! Nee, weiter! Perfekt! Ja, wir müssen so viel machen an diesem Auto, das ist unglaublich. Was müssen wir an diesem Auto noch machen? Das ist doch geil! Da muss man gar nichts machen. Wir haben 16 Zoll. Dieser Reifen ist voll platt. Und dann stellen wir den jetzt ganz schnell ein und warten auf den Gutachter.
Mein Bruder, aka Arafat, aka nichts von 50%. Arsch. Stellst du auch richtig ein hier? Ich stelle ja nichts ein, wir vermessen. So, für eine Achsbemessung sollte ich dir natürlich anmachen. Wasserwaage ist echt sehr, sehr wichtig. Und jetzt, hier steht auch schon gerade stellen, dann bin ich gespannt. Also ich bin echt gespannt, ja, das ist jetzt nicht wild. So, die Einzelspur. Hier sieht man schon vorne, das ist die Spur. Spur ist, wenn ihr den Wagen von vorne guckt, die Reifen, das ist die Spur, Sturz, dann gibt es die Spreizung, dann gibt es Nachlauf und so weiter. Sonst kommt der Erklärfuzzi und erklärt euch das, wenn ihr es wollt. Erkläre ich euch, wie man eine Spureinstellung macht. Mhm. Weil es ist mir jetzt nicht wichtig. Für mich ist die Hinterachse wichtig. Hier haben wir schon ein paar Sachen gesehen, aber vielleicht sieht man das auch bildlich besser. So. Und jetzt sehen wir die Hinterachse. Und ich sehe schon, hier. Hier haben wir minus 2 Grad und 36. Wir sind außer Toleranzbereich. Ne? Weil minus 10 dürften wir haben. Mhm. Wir haben minus 36. Es ist aber okay. Gesamte Hinterachse ist um minus 0,22 verstellt. Auf die Seite, komischerweise. Ich habe schon schlimmere gesehen, aber es ist viel. Also wenn die Hinterachse nicht stimmt und ihr stellt nur vorne ein, das bringt in der Regel nichts. Die Hinterachse muss genauso stimmen wie Vorderachse. Bei manchen Fällen ist das so, wenn ihr hinten einen Querlenker erneuert, ist eure Vorderachse krumm, das heißt euer Lenkrad krumm. Das passiert sehr, sehr oft. Und dann stellt ihr nur vorne ein und die Hinterachse nicht. Dann ist der zwar gerade vorne, aber hinten nicht. Dann fährt ihr aber trotzdem. Der Wagen zieht nach links oder nach rechts und so weiter. Und bei so einem Auto ist es echt sehr schwer einzustellen. Hinten wie auch vorne. Weil es muss beides auf den Punkt gebracht werden, damit man das vernünftig einstellt. Das heißt, man stellt erst die Hinterachse ein und danach die Vorderachse. Und dann ist es auch perfekt. Dann seht ihr auch, wie die Vorderachse sich ändert. Das ist so richtig Wahnsinn. Das ist so ein bisschen Mathematik hier. Aber ist klar, ne? Sonst kommt der Erklärfuzzi. Ich bin auch gespannt, was Selemar unten sieht. Ob er irgendwas sieht. Na, wie gesagt, es könnte auch ein ganz kleiner Unfall gewesen sein. Hey, Selemar, wie geht's dir? Geht's gut? Wie geht's dir? Auch gut. Du siehst so motiviert aus. Ich bin auch motiviert. Ha, sieht man. Und da siehst du es. Der Sturz hinten links, der ist immer noch extrem verstellt. Mhm. Ist ja fast ein Grad zu der rechten Seite. Was sehr viel ist. Ist nicht wenig. Ja. Ja. Und das ist auch Sturz, ne? Genau, ist der Sturz. Und gut, Spur. Leicht. Geht eigentlich, ne? Ja, ist leicht verstellt. Ich meine, du musst halt davon ausgehen, dass die Werte nach dem Unfall direkt wichtig sind. Der hat ja mittlerweile, du hast ja selbst gesagt, da ist ein Querlenker reingekommen und so weiter und so fort. Ja, das müssen wir uns hier anschauen jetzt. Aber hier der Sturz, der ist immer noch im Gegensatz zu der rechten Seite extrem verstellt. Ja, also dieser Querlenker, der da eingebaut wurde, ist auch für den Sturz zuständig. Es kann auch sein, dass sie den eingebaut haben. Und nicht und richtig eingestellt haben. Aber wie gesagt, ausschlaggebend ist halt einfach, dass
durch den Anstoß irgendwas an der Achse kaputt gegangen ist. Und dann hast du halt eigentlich einen schweren Achsschaden. Da gehen die Meinungen zwar stark auseinander, jetzt gerade was die Versicherung und so weiter bei der Regulierung angeht, aber Fakt ist, Krafteinwirkung, Verstellung ist da und dann kannst du nicht sicher gehen. Dann musst du normalerweise alles raus und alles neu und nur dann hast du Ruhe. Aber jetzt gucken wir uns den erstmal an. Lass uns den mal anschauen. Ob der auch das hat, ne? Da siehst du oben, der Lenker, der ist neu. Was erzähle ich denn die ganze Zeit? Ja. Aber hörst du mich nein, zu? Nein, der ist Nickelnagel. Ha? Geh mal her. Der ist neu. Ja. Das habe ich, glaube ich, 15 Mal jetzt gesagt. Ich weiß, aber jetzt sehe ich es ja. Erzählen kannst du viel. Ja, für mich ist auch wichtig, sieht man da irgendwie. Nein, das kannst du nicht sehen. Das sind minimale Verstellungen. Ja, aber es ist schon das eingetreten, was ich gesagt habe. Also dort unten den Anstoß, der wird auch die Achse mitbekommen haben, der ist hier wahrscheinlich kaputt gegangen. Du siehst, die haben hier einen Teil, ein Neuteil ist drin, aber du hast hier unten zum Beispiel noch den Querlenker, du hast den Querlenker vorne, du hast die Antriebswelle drin und du hast den Achsschenkel drin, plus den Dämpfer. Ja, und das sind halt... Ja, es kann ja auch sein, dass da echt so ein leichter Unfall war. Also wenn das hier kaputt geht durch den Aufprall, dann war das kein leichter Unfall. Ja, vielleicht war er ausgeschlagen. Vielleicht. Ja, okay. Die Achse. Hier stellt man die Spur ein. Ah, das ist der Sturz. Hier kann man die einstellen, sehe ich. Ja. Spur. Macht natürlich bei der Hinterachse, bei denen macht es Spaß. Ist ja hier ist ja. Oh. Weil ich dachte erstmal, hier wurde geschweißt. Das sieht aber nicht geschweißt aus. Also jetzt denke ich, okay. Ja. Das ist. Kann das sein, dass es vom Unfall war, dass er bis dahin eingerückt wurde? Wenn das jetzt Rost wäre, die andere Seite sieht so aus. Also da ist nichts durchgerostet oder was weiß ich. Ja, angerostet ist es auch. Angerostet, ja, Flugrost hast du immer. Ja, okay. Wir reden hier von Durchrostung. Und guck dir mal das untere Blech an, das ist Marke Eigenbau, dass der bis dahin verzogen war. Wir können vielleicht davon ausgehen, dass der echt so einen Unfall hatte, dass der hier richtig eingedrückt war. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Weil hier siehst du ja auch. Das ist ja Hammer, ne? Also Wachtel etc. Ja, hier ist ja gemessen. Da. Unten siehst du, dann ergibt der Querlenker halt auch einen Sinn. Also ich gehe ganz stark, entweder Baum, Laterne, Hauswand, irgendwie sowas an. Mhm. Ja, weil für einen Autounfall ist es recht untypisch, weil der wird so direkt einen, vor allem wenn du das hier unten siehst, der wird direkt einen draufgekriegt haben. Ja, vielleicht ist das ja auch so, dass er vielleicht abgebremst hat, eingetaucht ist. Rein, aber egal, auf jeden Fall genau so hat er den getroffen, höchstwahrscheinlich. Und dann hier komplett eingedrückt und dann haben die das da irgendwie provisorisch gezogen und dann was Neues drauf gemacht. Und darum kann man da auch erklären, warum wir hier, weißt du was, soll ich hier mal ein bisschen was rausholen? Nein, mach ich nicht. Oder soll ich? Wenn du es vernünftig reparieren willst, dann solltest du es. Ja, ich muss ja sowieso, der muss ja raus. Ich würde hier auch den kompletten Spachtel raushauen. Hier siehst du das auch nochmal. Du siehst da richtig, was haben wir da hier reingemacht? Ich dachte schon, wir haben unsere Erde kaputt. Ja, das ist nicht, aber... Die haben das da aufgeschnitten. Was haben die da gemacht, ey? Aber egal, was sie gemacht haben, die haben es richtig schlecht gemacht. Siehst du, am Tank irgendwo Bauzeit? Ich spüre es. Kratzer am Tank. Weil die haben die auch überhaupt nicht geschweißt, ne? Lass mich mal gucken. Ah. Schade, dass man da kein Produktionsdatum erkennen kann, aber ich bin mir auch fast sicher, dass sie den Tank wahrscheinlich erneuert haben. Meinst du? Ja. Mache ich das hier. Was machst du das? Ja, ich gucke, was hier ist. Was ist hier? Das ist ein Spachtel hier. Da wirst du nicht sehr viel erkennen. Doch, hier kommt ein Loch rein. Nee, guck mal. Ach du heilig. Guck dir das an.
ist ja, ich weiß nicht, ob da jetzt echt Rost ist. Guck mal, da bewegt sich ja alles. Das hier ist ja gerade frei. Ja, ja, klar, das ist frei. Hier ist natürlich für die Halterung, aber das sieht auch nicht gut aus. Ne, der muss einmal komplett ab, ne? Der ist zugeschustert. Ja, aber warum haben das? Weil das jetzt ein Loch war oder auch wegen dem Unfall, dass der geschwächt war? Der war auf jeden Fall geschwächt. Die wollten das halt so billig wie möglich reparieren, Jungs. Ja. Der wird höchstwahrscheinlich einmal richtig Vollgas gegeben haben im zweiten Gang, so dass das Heck ausgebrochen ist und dann irgendwie von der Straße ab gegen eine Laterne, gegen... Ein Stein. Vielleicht ja. Ein Stein, vielleicht ein Baum, je nachdem. Wird der keine Achse machen. Er kriegt doch mal eine Spureinstellung, dass ich den Sturz Spur einstelle. Hier werden wir erstmal alles runternehmen und da werde ich erstmal schauen, was Sache ist. Von hier aus würde ich den einmal runternehmen, so dass die hier die Kante... Ja, sowieso. Hier ist ja auch durch, ne? Nee, die war natürlich wichtig, dass du dir einmal von unten anschaust und wie die Spur ist, ne? Das merkst du ja bei der Fahrt. Es geht ja nicht darum, wie die Spur aktuell steht. Es geht einfach nur darum, was passieren könnte. Bei so einer Geschichte jetzt, speziell bei so einem Unfall, kannst du nie ausschließen, dass die anderen Bauteile beschädigt sind, rissig sind. Ja. Aber du als Gutachter siehst ja nichts Wildes. Jein, aber ja? Ich als Gutachter würde, um wirklich sicher gehen zu wollen, würde ich die ganzen Bauteile, die da drin sind, erneuern. Ja. Ja, danke schön, Abel. Bitte schön. Chefin? Na, hau rein. Alles klar. Ist ein bisschen dreckig geworden. Alles gut, ich schreibe mir auf die Rechnung. Alles klar, danke schön, Abel. Ne? Bitte schön. Wir sehen uns. Für eine schöne Liste. Ja, und ich habe nur gesagt, nur waschen und wieder hinstellen, mein Auto. Wenn ihr auf dem Reifen einen Unfall habt, was genau auf die Felge drauf kommt und das Ding wird vermessen, dann geht niemand davon aus, dass die Achse erneuert werden muss. So ist es halt. Ne? So ist es halt vorgeschrieben. Hier kann man das nicht zu 100% ausschließen. Ja, mein Bruder hat natürlich recht. Hier haben wir auf jeden Fall einen drauf gekriegt. Da wurden Querlenker erneuert. Wir werden das aber später bei der Achsvermessung, wenn wir vorne fertig haben, vielleicht wird er auch tiefer gelegt, wer weiß. Weiß es nicht. Und dann werden wir schauen, was Sache ist. Ob wir den einstellen können. Guck mal, da fällt immer noch was runter. Ja, also das habe ich ja gesehen. Ne? Das habe ich auch beim Kauf gesehen. Das ist, ja, klar. Also ich bin auch eigentlich sicher gewesen, dass ich hier das sowieso erneuern muss. Ne, weil die Kontur sieht man auch nicht mehr so schön. Ne? Aber das ist alles kein Problem, das werden wir machen. Ich bin immer noch happy. 1800 Euro. Ich kann mich immer noch nicht beklagen. Egal, was noch kommt. Ich hoffe, da kommt nichts mehr. Wir haben jetzt alle Fehler gefunden. Das hat jetzt zwar einen Monat gedauert, aber ist ja nicht schlimm. Jetzt bauen wir um. Suchen den Fehler, versuchen den Fehler zu beheben, bauen um, suchen Fehler, versuchen den Fehler zu beheben, bauen um. Genau. Es wird jetzt immer so hin und her gehen. Da freue ich mich. Ich finde, so ein Auto muss man wieder auf die Straße bringen. Das werde ich auch. Und ihr könnt nochmal in die Kommentare schreiben, 1800 Euro, ist das ein Fehlkauf? Wenn ihr dieses Auto natürlich im fertigen Zustand sehen wollt, könnt ihr gerne abonnieren, könnt gerne kommentieren. Ja. Und dranbleiben. Und dranbleiben. Ich sag euch, es wird sich am Ende lohnen. Wir werden so günstig wie möglich dieses Auto fertig machen. Aber gut. Günstig wird nicht schlecht heißen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Sitz. Bis dann noch rein. Ciao. Eidosch, Dankeschön. Bitteschön.